So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-PvP-Video auf meinem Server. Wir spielen heute Survival Games und es gab ein riesiges Update in SuperSG und das möchte ich heute mal ein bisschen zeigen. Und zwar, ich spiele mal eine kleine Runde, sehe ich gerade, okay. Und zwar, ironisch, dass wir wieder auf Dings spielen, auf Catching Fire. Es gibt jetzt in jeder Kiste fast eine Soup oder eine Bowl oder irgendwas, womit man sich halt eine Soup machen kann. Seht ihr jetzt eh schon an den Sachen, die ich rausziehe. Das bedeutet, es gibt jetzt deutlich mehr Soups. Das war ja ein großer Kritikpunkt. So, von euch. Genauso wie, dass man Pilze abbauen kann. Das ist jetzt nämlich auch möglich. Siehe hier. Und damit kommen einfach viel mehr Subs in das Spiel. Und ich glaube, das gibt dem Ganzen dann nochmal ein neues Feeling. Ein bisschen mehr Pep. Das ist noch lange nicht das Final Update. Es wird noch mehr kommen in den nächsten Tagen. Also, stay tuned, würde ich mal sagen. Und ja, solange kann man halt erstmal mit Sub ein bisschen sich vergnügen. Wovon ich übrigens kein Video gemacht habe, wo es ein Update gab, ist Minotlon. Denn dort gibt es mehrere Spielmodi mittlerweile. Also, man spielt jetzt nicht jedes Mal das Jump'n'Run, das PvP oder Block Search, sondern wir haben noch Gun Game und Hotkey. Die zwei Spiele, ich weiß nicht, soll ich da nochmal ein extra Video drüber machen oder wollt ihr das selbst entdecken? Ich meine, wenn ihr auf dem Server seid, dann könnt ihr es ja selbst probieren. Und ich will mir diese Miss Smile hier holen, die ist ja so ein bisschen am Rennen. Ich will den Helm haben. Ich habe, glaube ich, noch gar keinen Helm, ne? Habe ich den Helm? Ne, habe ich nicht. Und ja, wir werden natürlich stetig weiter Updates machen. Es ist ja erst der Anfang des Servers, wir sind nach wie vor in der Beta-Phase. Wir versuchen jetzt so viel wie möglich noch gut zu machen und irgendwann mal dann in den Release zu gehen. Es werden auch weiter viele Spielmodi kommen, also wird jetzt hier nicht aufhören mit vier Spielmodi. Keine Sorge. Okay, jetzt habe ich schon mal den Helm, das ist super. Ich könnte mir auch beinahe ein Dierschwert machen. Aber ich glaube, ich sollte mir erstmal noch mehr Subs gönnen. So, und hier kann man sich natürlich eine Menge Pilze gönnen. Also Catching Fire ist momentan echt die beliebteste Map, aber mit zum Beispiel dem nächsten Update soll es dann so sein, dass in jeder Lobby, also in jeder Map, egal welche man spielt, überall Pilze sein werden, die man eben auch abbauen kann, damit Catching Fire eben nicht mehr die meistgespielte Map ist. Und ihr seht schon, ich habe deutlich mehr Suppen, als es früher mal so war. Also auf jeden Fall eine coole Änderung. Genauso hat sich das Verhalten mit den Doppelchests geändert, dass man die jetzt nicht mehr von beiden Seiten öffnen muss, soweit ich weiß. Und noch ein paar kleine Performance-Tweaks wurden auch eingefügt. So, und jetzt sollte ich so langsam mal ein paar Gegner finden. Ein Standschild wäre auch nice. Hier hinten ist irgendwo einer, da vorne. Sandra, ah, die Supporter immer. Ein Eisenschwert. Aber keine Subs. Oh doch, okay. Nice. Okay, ich glaube, jetzt ist erstmal wirklich erkennlich, dass man verdammt viele Subs hat. Ich habe nicht mal Pfeile, warum habe ich auch den Bogen in der Hotbar? Ich habe auch drei Gaps. Dann kann ich auch eine Menge erledigen eigentlich. Geh mir mal direkt einen und versuche den hier noch ein bisschen zu pre-hitten, bevor das Deathmatch beginnt. Das sind auch wieder Supporter, die sind alle am Start hier. Okay, ein paar Hits gegeben, er musste suppen. Und jetzt kommen wir ins Deathmatch, gut. Ich will mal... Ja, ich gehe direkt auf ihn. Er hat eine Angel, das ist ein bisschen... Ich sollte aber die Bowls eigentlich nicht quick droppen. Ich denke mal, der Unterschied ist echt klar ersichtlich mittlerweile. Und der hat, glaube ich, weniger Suppen. Aber der hat noch einen Gap gehabt, doch. Ja, nice, er ist down. Okay. Puh. Ich habe eine Angel auf jeden Fall, das ist nice. Aber ich habe auch einen Bogen. Okay, der war nicht so gut. Aber ich habe immer noch eine ganze Bar fast. Eigentlich sollte ich das machen können. Ich habe auch das bessere Equip. Ein Feuerzeug, okay. Ich habe kein Wasser in der Nähe gerade. Oh, das ist zurückgeleckt. Okay, jetzt habe ich keine Subs mehr. Ja, boah, Alter, war das eine knappe Runde. Holy moly. GG, würde ich mal sagen. So, tatsächlich bin ich jetzt am nächsten Tag da und nehme noch eine Folge SG auf. Ich habe einfach
gestern ist nicht mehr hinbekommen, noch eine zweite aufzunehmen, weil ich dann weg musste. Deswegen sieht das sicher voll seltsam aus im Video jetzt, wo sich das ändert. Aber wir haben jetzt eine volle Lobby, also es sind glaube ich sogar 24 Leute drauf, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja, und wir spielen Survival Games 4, auch eine andere Map. Hier gibt es wie gesagt noch keine Pilze, das kommt im nächsten größeren Update dann aber rein. Ich glaube, da war gerade ein unsichtbarer Spieler. Aber ja, wir haben, ich glaube, es sind echt 24 Spieler gerade drinnen. Und wir spielen hier auf der Survival Games 4, auf der Reworked Map. Die solltet ihr eigentlich, glaube ich, kennen. Opa Schmocki, lol. Ich kenne die nicht so gut. Aber naja, das macht ja nichts. Ist das hier eigentlich immer noch die Falle? Nee. Da gibt es keine Falle mehr, so wie es aussieht. Sie wurde removed. Mal schauen, ob der Typ Subs hat. Ja, hat er. Aber nicht schnell genug für mich. Okay, das ist auch noch immer da. Da habe ich mich auch vertan. Es tut mir leid, dass ich euch so viele Fehlinfos... Aber ich spiele gerade auch zum ersten Mal diese Version. Man lernt sie noch kennen. Aber Subs kriege ich echt definitiv genug. Und hier ist auf jeden Fall ein guter Kistenspot, habe ich auch gerade gemerkt. Hier werde ich, glaube ich, öfter hingehen in Zukunft. Die Leute sind noch am Wegsterben hier. Und ich finde halt einfach niemanden. Jetzt ist gar nicht mehr so viele Leute. Ich habe mich schon voll gefreut, dass ich die jetzt töten kann. Aber... Nö. Die sterben einfach so. Frage, die ich mir immer wieder stelle beim Super SG ist, inwiefern sich Secondaries lohnen. Also ich glaube, ein Flint and Steel und ein Rod würden sich immer lohnen. Bei einem Bogen ist es aber total situationell, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob sich TNT oder Cobwebs überhaupt auszahlen. Also, keine Ahnung. Wie spielt ihr Super SG? Spielt ihr das mit Secondary? Spielt ihr das nur mit voller Hotbar? XYZ, ne? Benutzt ihr Gaps? Was auch immer. Schreibt es mir in die Kommentare. Mich würde es voll interessieren, weil ich lerne auch noch. Das ist für mich auch ein neuer Spielmodus. Das ist es. Das ist es. Nur leider habe ich halt auch keinen Bogen, weil sonst könnte ich den jetzt hier... Relativ gut. Leute, ich habe ihn da hochgeboostet, ernsthaft? Ah, der hat eine viel schlechtere Waffe als ich. Und der hat keine Subs verwendet. Okay, nice. Okay. Ich glaube, ich bin da relativ gut dabei. Ich habe leider keinen Stick. Hätte ich einen Stick, könnte ich mir noch was gönnen hier. Und hier noch ein paar Pilze zumindest. Wie gesagt, das Major-Update, wo ganz viele Pilze sind, das kommt erst. Aber es gibt auf dieser Map auch schon ein paar Hotspots, SG4 eben, wo es einige Pilze gibt. Zum Beispiel hier unten auch noch. Denn wer den Weg nicht kennt bei der Revamped, oder Reworked Map, besser gesagt, man kann hier unten langlaufen. Und dann kommt man in diesen Kanalgang, glaube ich, ist das, heißt das? Oder ich weiß gar nicht, was das ist. Ich glaube, es ist ein Kanal. Und hier sind eben auch einige Pilze drin. Also hier kann man sich schon ein bisschen was gönnen. Weil man ja vermehrt nur Bowls findet, aktuell noch. Ja, und dann hat man schon mal so seine paar Subs zusammen, denke ich mal, ne? Okay, rein theoretisch müsste ich den totalen Sub-Vorteil haben. Rein theoretisch. Und jetzt habe ich auch noch ein Eisenschwert. Nice. Oh ja, da kommt der zum perfekten Timing hier abstauben. Das ist natürlich nur für mich gut. Okay, sein FNS ist kaputt. Ah, das ist leider nichts geworden. Es ist ein Hin und Her hier gerade. Das Essen ist natürlich auch trotzdem wichtig, obwohl wir Sub spielen. Oh. Okay, der brennt. Ich müsste, wie gesagt, eigentlich den totalen Sub-Vorteil haben. Jawohl, da ist er. Auf jeden Fall eine volle Suppe gedroppt, die kann ich mir auch noch snacken. Je mehr Subs er natürlich verbraucht, ist auch noch besser für mich. Habe ich noch was zum Recraften? Nee, ne? Jetzt sollte ich ihn haben. Da kommt er mir nicht mehr weg. Jawoll, nice. Puh, GG. War cool. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt bald auch auf dem Server rumchillt. Und ich erwähne es nochmal ganz kurz hier am Ende. Dann kriegen es wirklich nur die Insider mit. Wenn dieses Video hier online geht, werde ich vermutlich schon streamen. Oder ich werde dann noch anfangen zu streamen. Aber heute werde ich auf jeden Fall streamen. Ein bisschen auf meinem Server, ein bisschen Craft Attacks und Mischmasch. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, wir sehen uns dann dort. Checkt einfach auf Twitter vorbei für die neue Ankündigung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.